Wir haben absolute Premium-Plätze. Alles ist hier einfach riesig. Holy shit, sieht das Gym geil aus. Eine neue Übung, die habe ich noch nie gemacht. Hat sich extrem geil angefühlt. Welcome back zu einem neuen Video. Mein Name ist Ramon Limacher. Wir befinden uns gerade im Kuhdorf Sarnen in der Mitte von der Schweiz. Wir gehen heute wieder auf eine kleine Reise. Aber dieses Mal ist sie gar nicht mal so klein, denn wir gehen nach Los Angeles. Die Reise beginnt, wir sind am Bahnhof, wir nehmen jetzt einen Zug Richtung Flughafen und dann geht's los in den Sunny State. Ich freue mich, werde euch mitnehmen. Let's go! Ich gehe natürlich nicht alleine. Reisegefährte Nummer 1, Bela Ledergerber, yes, aus der Schweiz, 25 Jahre alt, ein Natural Bodybuilder, geht nach Los Angeles. Erster kleiner Zwischenstopp hier in Luzern. Normalerweise geht es hier in die Uni. Heute nicht. Es geht weiter Richtung Zürich. Dort werden wir fliegen. Und schon sind wir am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle. Und das Boarding wird gleich losgehen. Das heißt, wir nehmen unseren Flug und es geht Richtung LA. Wir sind im Flieger, wir haben absolute Premium-Plätze, wir sind happy, die Reise geht los, 11 Stunden Flug stehen an, let's go! Und wir sind gelandet in den Staaten, in Los Angeles. Flug ging schnell vorbei. Jetzt müssen wir sicher durch die Sicherheitskontrolle kommen. Dann geht es zum Airbnb. Dann werden wir wahrscheinlich noch einkaufen und viel mehr. Steht nichts auf dem Programm. Zu Hause ist es jetzt schon 1 Uhr. Aber ich fühle mich eigentlich ziemlich fit. Da sieht man mal, was es ausmacht, wenn es Tageslicht hat. Yes, wir gehen jetzt durch die Sicherheitskontrolle. Und wir sind im Hotelzimmer angekommen. Wir sind im Hilton Hotel. Ich gebe jetzt mal eine ganz kleine Roomtour. Ist eigentlich schnell gegangen mit dem Uber hier zum Hotel. Wir haben hier den wunderbaren Eingangsbereich. Da geht's ins Badezimmer. War ich selbst übrigens auch noch nie drin. Ja, nichts Spezielles, aber sieht stabil aus. Dann haben wir hier wieder die Prachtstücke der Wohnung. Einmal Pony Meier, einmal Bela. Zwei Betten, stabilen Fernseher. Wir gehen jetzt dann gleich mal schlafen. Morgen geht's für die erste Einheit hier in Los Angeles und da werde ich euch wieder mitnehmen. Wir sehen uns morgen früh. Moin, Leute! Good morning, der nächste Morgen ist angebrochen. Wir haben gerade schon gefrühstückt und es geht jetzt ins Gym, in ein sehr oldschool Gym, Powerhouse heißt das Ganze hier in LA. Wir haben 20 Minuten Uber Drive vor uns. Natürlich wird jetzt noch ein bisschen Koffein gegönnt und ein Craft und dann geht's los ins Gym. Ja, ihr seht, wir haben hier eine gute Zeit. Ich bin extrem hyped auf die Session. Es gibt Beine. Bela, kannst du bitte mal ruhig sein? Nein. Ja, sorry. Nein, es gibt Beine zusammen mit Bela. Wird eine gute Einheit. Wir starten im Sunny State mit Beine. Perfekt. Let's go. Natürlich dieses Ding, die Special Limited Edition Sour Champ Craft geht jetzt rein. Ich werde nämlich am Beintraining wieder auch seitliche Schulter pumpen und Arme. Darum ist das wichtig und richtig. Auf euch. Und es geht los. Wir sind on the way. Die Fahrt ist absolut insane. Alles ist hier einfach riesig. Hier so eine ganz normale Kreuzung. Erstmal irgendwie 8 Spuren. Wirklich absolut crazy für uns. Kleine Schweizer aus einem Kuhdorf.
Wir sind im Gym. Eine gute Beineinheit kann ich starten. Toni, erster Eindruck vom Gym. Sieht sehr geil aus. Oldschool, viele Oldschool-Bilder an der Wand. Geile Mucke, Shepherd Plates, also Metal Plates. Ich bin hyped. Yes, ich muss auch sagen, ich bin verdammt hyped. Sieht geil aus. Ich werde jetzt mit diesem Mann Legs trainieren. Mit Bela eine gute Beineinheit. Ja. Let's go. Let's go, Bro. Holy shit, sieht das Gym geil aus. Natürlich zuerst wird immer mal alles abgecheckt, bevor man mit dem Training beginnt. Man macht sich einen kleinen Gameplan. Wir laufen jetzt einmal durchs Gym und schauen uns alles an. Aber holy shit, sieht geil aus. Wir beginnen die Einheit mit Armen und Schultern, weil Bela und ich, wir haben beide starke Armbeine, aber wir brauchen mehr Arms und Delts. Darum beginnen wir die Einheit mit Bizeps Curls, dann Seitheben und dann starten wir in die eigentliche Beineinheit. Fuck, ich bin echt hyped. Also Atmosphäre hier ist eine 10 von 10. Holy shit. Erste Übung war Bizeps Curls am Kabel, jetzt zweite Übung hier Seitheben am Kabel. Jetzt draußen schon irgendwie geil draußen zu trainieren, bei uns so schön kalt hier 25 Grad draußen trainieren, also das ist schon der Dream, den wir hier gerade leben. Noch ein Satz jetzt mit dem Kurzhanteln High Rep, damit die Side Delts auch wirklich tot sind. Ich nehme jetzt hier 25 Pounds, mal schauen wie viel Rep. Kleiner Formcheck nach Arms und Delts. Ich habe das Gefühl, die Diät ist in den letzten Tagen gut vorangeschritten, bin jetzt auch noch ein bisschen leichter. Von dem her mal schauen, wie die Form jetzt aussieht. Deadlift. Was gibt's bei dir? Full Body und die Mainübung Stiff Leg Deadlift. Und da hinten, seht ihr zwar, steht, man darf keine Metallscheiben verwenden. Aber wisst ihr was? Darauf scheißen wir. Weil Metal Plates, das Klimpern der Metallplatten gegeneinander, das sind wie die Kirchenglocken für mich. Also von daher, da scheiße ich drauf. So, der Spaß ist vorbei für uns. Für uns geht's jetzt in den Beinteil. Heißt Head-on, richtig reindigen. Ich bin hyped, es gibt jetzt richtig gut Beine. Ich habe gesehen, es ist halt eine Belt Squat, darum mein Rücken sollte auch safe sein. Guter Satz. Stabiler Satz, gute Reps, Bro. Aber dein Empfinden? Stabiler Satz. So, die nächste Übung hier ist jetzt eine Belt Squat und zwar die Belt Squat von Arsenal. Eine neue Übung, die habe ich noch nie gemacht. Hat sich extrem geil angefühlt, jetzt schon mit einer Plate. Wir probieren das Ganze jetzt mal mit zwei Plates. Ihr seht, ziemlich fancy Setup hier. Aber yes, jetzt zweiter Warm-up. Zwei Plates waren da drauf schon ziemlich schwer, gerade in der untersten Position. Muss auch noch ein bisschen enger stehen. Ihr Ziel ist es, so viel Knievorschub wie möglich, Quads zu ballern. Wir machen jetzt mal einen ersten Satz, denke ich, mit drei Plates. Zwei Plates sind schon fucking heavy, also wirklich insane. Satz, aber hat sich verdammt schwer angefühlt in der Dehnung. Holy shit. Aber schon geil, aber irgendwas ist speziell, ich kann es nicht beschreiben. Also die Belt Squat, die wir zu Hause haben in unserem Gym, ist irgendwie geil. Ich glaube, ich war zu schnell, zu hyped.
über die Maschine. Aber vielleicht ist es auch Gewöhnungssache. Ich werde auf jeden Fall hier noch einen zweiten Satz geben. Aber gute Grinders, würde ich sagen. Das ist mal eine richtige Range of Motion, würde ich sagen. Was? Wir haben jetzt zwei Sätze auf der Belt gemacht. Und jetzt gibt es noch zwei Sätze Leg Press. Und dann neigt sich die Session schon langsam dem Ende zu. So Leute, schaut mal jetzt. Wir schauen uns jetzt Ramon gemeinsam an, weil wir wissen alle Leg Press. Wichtigste ist eine große Range of Motion. Jetzt schaut mal hier. Das, meine Freunde, das ist eine akzeptable Range of Motion. Schau mal, wie viel Knieflexion er erzielen kann im Macdip. Da wollen wir jetzt zwei schöne Steps. Das wird richtig nice. Muss ein wenig aufpassen mit dem Rücken. Ich glaube, man hat es gesehen am Anfang. Muss ich so ein wenig meine Position finden. Ich denke, da wären jetzt ja auch noch eine oder zwei Reps drin gewesen. Aber ich habe gedacht, besser mal Piano. Hat sich aber gut angefühlt. Leute, Ramon ist seit 10 Minuten hier so. Er steht nicht mehr auf. Ich bin fucked. Kreislauf einmal hops genommen. Shit, nicht Mann. Nicht mal irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Reps Leckers oder so. Aus die Fresse, Bro. Natürlich wollen wir nicht im Team No-Calls sein. William hat ja schon mal bemängelt, dass meine Waden zu klein sind. Darum werden die natürlich auch hier nicht geskippt. Und es gibt hier jetzt drei Sätze Wadenheben zum Abschluss des Trainings. So, wir haben uns noch ein bisschen Merch abgesnackt, denn wir sind durch mit einer sehr stabilen Beineinheit. Die erste Einheit jetzt auf amerikanischem Boden. Bin ziemlich happy, muss den zweiten Leg Press Satz dann skippen, weil mein Rücken sich nicht ganz so gut angefühlt hat. Ja, aber erfolgreiche Beineinheit. Wir werden jetzt hier 11 Tage verbringen in der USA. Toni, Bela und ich, also Team Gymbrain, einfach ein entspannter Trip zusammen, ein wenig trainieren, ein wenig Content produzieren, von dem her, das wird ganz gut. So, wir sind auf der Suche nach einem Chipotle und haben uns hier irgendwie in einem Einkaufszentrum verirrt. Mal schauen, wo wir hier landen werden. So, wir sind on the spot. Was, auf was ich mich gefreut habe, Chipotle. Was sehen wir hier zu deiner Rechten? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ein Shake Shack. Was nimmt man jetzt? Toni, was ist dein Take? Ich glaube, ich bin für Chipotle, da wir gestern schon Burger hatten. Stimmt, wir waren gestern im In-N-Out. War recht lecker. Bela? Ich glaube auch. Und ich glaube auch Post-Workout-technisch wahrscheinlich die bessere Variante. Auch wenn es sich vielleicht nicht so viel nimmt. Ja, absolut. Halt, Post-Workout wollen wir ein bisschen lower fat, ein bisschen schnellere Carbs. Also ein bisschen ist wirklich das richtige Wort. Von dem her, ich glaube, wir gehen hier für den Chipotle. Hier noch ein Chicken Burrito für uns und das war's auch mit dem Video. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, bei Ivo vorbeischauen. Maximal Rabatt mit Code Ramon und maximalen Support. Das war's mit dem ersten Video hier in der USA. Es wird sicherlich noch mehr kommen. Von dem her, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.